So, ich stehe hier mit Thilo Altmann, dem Vorsitzenden, Chefpräsident des SV Lippstadt. Sie haben jetzt gerade eine 0 zu 1 Niederlage verdauen müssen. Ich weiß, es ist eine doofe Frage. Sagen Sie trotzdem, wie enttäuscht sind Sie jetzt? Ja, ich sag mal, klar, in einem Pokal-Halbfinale will man oder allgemein im Pokalwettbewerb will man natürlich gerne immer jedes Spiel gewinnen, um die nächste Runde zu erreichen. Hier wäre es natürlich auch noch gewesen, dass wir gleich im Finale gestanden hätten. Noch ein kleines Schmankerl nebenbei, was die wenigsten wissen, dass sogar das Finale einer der Vereine Heimrecht gleich ausgelost bekommt, weil in Verl das Spiel nicht stattfinden wird. Und dementsprechend sind wir natürlich noch einen Tick mehr enttäuscht. Aber man muss mal ganz nüchtern die Sache betrachten und ganz einfach sagen, wir haben mehr als die Saisonziele erreicht. Wir haben eine überragende Hinrunde gespielt. Wir haben durch Glück und viel Fleiß überhaupt dieses Pokal-Halbfinale erreichen können. Und heute muss man sagen, Aalen war die bessere Mannschaft. Mit ein bisschen Glück hätten wir natürlich kurz vor Schluss oder Nachspielzeit die Riesenchance reingemacht. Dann wäre es 1-1 gewesen. Dann weiß man nicht, wie es hier weiter gelaufen wäre. Aber wie gesagt, unterm Strich, ich sehe das, betrachte das als die ganze Saison hinaus, bin ich sehr, sehr zufrieden, was hier in der Saison an sportlichen Zielen und Spielen erreicht und erzielt wurden. Sie haben es gerade selber gesagt, der SV Lippstadt spielt eine klasse Saison im Grunde genommen. Für den Meistertitel wird es wahrscheinlich nicht reichen. Da sind ja Siegen und Sprockhövel im Moment noch so ein bisschen vor. Wäre der Pokalerfolg für den SV Lippstadt also wirtschaftlich wichtig gewesen? Hätte Ihnen das jetzt noch wirklich geholfen oder ist Ihr Etat ohnehin sicher? Nein, es wäre ein kleiner Obolus für uns obendrauf, wobei jetzt das ja auch nicht ein Riesenreiber für uns gewesen wäre, dass sie davon, weiß ich nicht, eine Etaterhöhung für nächste Saison hätten anstreben können. Also unser Budget war ganz klar darauf hinausgerichtet, dass wir nicht mit diesen zusätzlichen Pokaleinnahmen rechnen können und dementsprechend ist es jetzt für uns aus finanzieller Sicht jetzt kein Problem, sage ich mal, sondern wie gesagt, wäre nur ein Bonus obendrauf gewesen. Das heißt also, SV Lippstadt kann im Grunde solide weiterplanen. Werfen Sie mal einen kleinen Blick voraus. Was glauben Sie, wo landen Sie am Ende mit dem Team? Und was glauben Sie, was ist in der nächsten Saison für Sie so das nächste Ziel? Wo wollen Sie denn jetzt hin? Ja, wir wollen letztendlich für die nächste Saison erstmal den Weg weitergehen. Das heißt, solide wirtschaftlich aufgestellt, das ist A und O, das haben wir seit Jahren sehr erfolgreich darstellen können und wird auch nie oder in absehbarer Zeit auch nie jemals irgendwelche großen Sprünge geleistet, sondern wir werden, wie gesagt, das auch nur voranbringen, was wirtschaftlich möglich in unserem Verein ist. Und sportlich, gut, muss man natürlich die Entwicklung jetzt abwarten der letzten Spiele, aber machen wir uns nichts vor, sieht natürlich danach aus, dass es vielleicht nicht für den Aufstieg reichen wird, was aber für uns, wie gesagt, uns nicht zurückwirft oder ein Problem für uns ist, weil, wie gesagt, die Ziele, die wir hatten, waren normal nicht der Aufstieg. Ja? Das heißt, wir wollten einen einstelligen Tabellenplatzsaison erreichen. Wir hatten im Sommer einen großen strukturellen Wandel gehabt mit dem Wechsel von Dani Farke als sportlicher Leiter und sportlicher Manager. Und dementsprechend sind wir, was die ganzen Wechsel betrifft, bin ich sehr zufrieden. Und für die Zukunft, speziell für die nächste Saison, sind wir gerade, was die Kaderplanung betrifft, schon sehr weit. 17 oder ich muss lügen, 18 Spieler sind schon für die nächste Saison verpflichtet oder haben verlängert. Noch nicht alle bekannt gegeben. Und ich behaupte mal, ohne jetzt den jetzigen Spielern was schlecht zu wollen, nächste Saison wird vielleicht sogar eine stärkere Mannschaft auf dem Platz stehen. Und dann werden wir ähnlich wie in dieser Form erstmal gucken, ob wir wieder schaffen, oben anzugreifen. Und dann werden wir sehen, was passiert. Wir sind nicht gezwungen, in der Regionalliga spielen zu müssen, aber wir würden es natürlich gerne mitnehmen. Alles klar, Thilo Altmann, vielen Dank und alles Gute für nächste Saison. Dankeschön.